Sieh dich vor. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. Leih mir deine Kraft, Cloud. Lehn dich mit mir gegen das Schicksal auf. Vergiss es. Sekunden bis zum Ende. Aber es ist nicht zu spät. Die Zukunft entscheidest du, Cloud. Vizedirektor? Direktor? Richtig. Hast du gesehen?
Vielen Dank. Marlene? Komme! Papa? Marlene! Warte auf mich. In welche Richtung sollen wir gehen? Sephiroth. Solange er lebt. Muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Zusammen. Ich komme mit. Für die Verfolgung. Braucht ihr einen Fährtenleser? Ich bin auch dabei. Der Typ will schließlich den Planeten zerstören. Und ein Feind des Planeten ist ein Feind von Avalanche. Der Himmel macht mir Angst. I would be lost, drifting alone, floating up high, time after time, and there you'd be, shining bright. Tja, Leute, das war Final Fantasy VII, das Remake. Und ich sag's gleich, ich weiß nicht, ob ich die Melodie hier präsentieren darf. Deswegen, falls ihr hier nichts hört, ich höre gerade einen Soundtrack, der, ja, er ist nicht so schlecht. Es gibt bessere Ending-Themes, aber der ist auch nicht schlecht. Gut, zuallererst fange ich mit dem Neutralen an.
nämlich Grafik. Ich weiß nicht, wie die Grafik vom Original ist. Deswegen kann ich hierzu nicht viel sagen. Ich kann nur hier sagen, dass die Grafik exzellent aussieht, aber so gut wie jedes moderne Spiel, also jedes Xbox One Spiel, jedes Nintendo Switch Spiel, jedes PlayStation 4 Spiel hat wirklich exzellente Grafik. Deswegen ist das eigentlich weder Plus noch Minuspunkt. Wenn man bedenkt, dass auch Wii U Spiele schon exzellente Grafik haben und sogar PlayStation 2, ich meine Project Zero, hallo? Aber gut, lassen wir das beiseite. Dann erst die negativen Dinge. Das Spiel hat mich stellenweise echt genervt, stellenweise war es langweilig, es hat sich gezogen wie ein alter Kaugummi. Ich habe jetzt die letzten, ich glaube 40 Parts oder so, habe ich fast am Stück aufgenommen, immer wieder so innerhalb der letzten 3-4 Tage habe ich quasi die Hälfte des Spiels durchgezogen, weil es hat mich einfach genervt, ich wollte es loswerden. Ich wollte sagen, okay, ich habe Final Fantasy durch, ich muss es jetzt nie mehr wieder spielen und das ist irgendwie traurig. Dann einige Stellen haben mich auch echt angepisst. Sephiroth hat mich genervt. Es kam selten vor, dass eine Figur, über die ich fast nichts weiß, dass ich sie so hasse. Dann das Spiel hat irgendwie... Es hat sich aufgebaut, hat dann Sinn ergeben, dann hat es diesen Sinn wieder zerstört. Es hat Dinge eingebracht, die eigentlich gar nicht... die zwar in RPGs vorkommen, aber... nicht, also die sich dann mehr oder weniger darauf spezialisieren. Ich meine, hier kam, ihr weißt, alles RPG-mäßig, dann kamen irgendwie Geister dazu, dann kamen noch ein paar Dinge dazu, dann irgendwie Horror-mäßig, dann vorne und hinten irgendwie. Es ist irgendwie, ja, zu viele Köche verderben den Brei und das hatte ich bei diesem Spiel mehr als deutlich gespürt. Weil dieses Spiel hat versucht, von allen Sachen einzubringen, die eigentlich nicht wirklich in ein RPG gehören, außer die RPGs spezialisiert sich darauf. So zum Beispiel so RPG-Maker-Spiele, so Horror-Spiele, so Misao oder sowas. Das sind, aber gut, die spezialisiert sich darauf, deswegen, naja. Ich habe in den Videos schon oft genug angesprochen, was positiv und was negativ ist. Einfach aus Sicherheitsvorkehrungen, nur für den Fall, dass ich nichts vergesse. Und jetzt vergesse ich natürlich die restlichen negativen Sachen. Einige Bosskämpfe waren einfach beschissen. Sorry, aber das muss ich so sagen. Wie zum Beispiel hier der Sohn vom Shinra-Konzern, weil es war einfach nicht ersichtlich, wann man ihn angreifen muss. Wenn man ihn angreift, dann kontert er ihn sofort aus. Ich musste im Endeffekt nachgucken, dass ich ihn angreifen darf, wenn er nachlädt. Andere Bosskämpfe waren ebenfalls richtig scheiße. Aber naja, und wie gesagt, das Spiel hat oftmals einfach keinen Sinn ergeben. Dann Sephiroth, ja, wie man den mögen kann, ist mir schleierhaft. Weil irgendwie will er alles zerstören und egal. Lass mir das, sonst rege ich mich nur noch mehr auf. Kommen wir lieber zu den positiven Dingen. Positiv, dieses eine Kampf-Theme vom eingestürzten Untergrund oder wie das heißt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau die Umgebung heißt. Crushed Pathway oder so. Das Kampf-Theme da war echt geil. Also das erste Kampf-Theme. Nicht das zweite mit den Händen, sondern das erste, das gute. Dann Quicktime-Events, die waren gut in Szene gesetzt, weil sie kamen nicht zu oft vor, aber sie haben Abwechslung in das Spiel gebracht. Zum Beispiel hier diese Muckibude, diesen creepy Trainer, dann, was ich richtig geil finde, der Honigtopf oder mit dem, das Honigtöpfchen, wie auch immer dieses Showgebäude jetzt hieß, wo Cloud anfangen musste zu tanzen, das war mega geil. Das war nicht nur lustig, das war auch Quicktime-Event, da konnte man entspannen, da konnte man lachen, da war alles dabei. Dann die Motorradfahrt war geil, vor allem, dass die zweimal vorkam. Der Boss mit der Motorradfahrt war innovativ. Es hat mich zwar genervt, aber allerdings hat mich das selber genervt, weil ich mich blöd angestellt habe. Das hatte nichts mit dem Spiel zu tun, das war mein eigenes Verschulden. Da war das Spiel innovativ. Ansonsten, was war noch gut? Wie gesagt, Grafik kann ich nicht werten. Musik, ja, hat jetzt auch nicht so sonderlich rausgestochen, bis auf einige Tracks.
Was war noch? Ja, toll, jetzt fällt mir alles nichts mehr ein. Vielleicht, wenn ich die Szenen hier sehe, fallen mir doch noch Sachen ein. Der Anfang hat sich nun mal gezogen wie ein alter Kaugummi, weil da habe ich nichts Bescheid gewusst. Achso, genau, ja, punkto Storytelling, also was Negatives, punkto Storytelling ist dieses Spiel irgendwie im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die ich schon gesehen und gespielt habe, echt schwach. Weil hier ist irgendwie so, ach ja, da ist der böse Shinra-Konzern, der macht den Planeten kaputt, wir müssen ihn aufhalten. Punkt. Über Sephiroth erfahren wir nicht wirklich was, über die Hintergrundstorys der einzelnen Figuren erfahren wir nicht wirklich was, bis auf Ausnahmen. Weil hier zum Beispiel das Bild da, da hat Sephiroth, da meinte er sowas wie, keine Ahnung, du hast meine Familie getötet oder was er da auch immer gesagt hat. Dachte ich so, ja, vielleicht gibt es Hintergrundstory von Cloud und Sephiroth. Nö, überhaupt nicht. Da haben sich die Spieleentwickler gedacht, nö, den Luxus gönnen wir unseren Spielern nicht. Ja gut, das Horrorhaus von der Arena war der härteste Boss im Spiel, meiner Meinung nach. Aber die Arena war an sich gut. Hier, das hier, Marlene. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt, Charakterentwicklung. Denn die jeweiligen Figuren, speziell Barrett, also bei einigen Figuren durchlebt man wirklich, warum sie das alles machen. Also Tifa, Cloud, Barrett oder generell die ganzen Freiheitskämpfer oder Avalanche vielmehr. Dadurch lebt man das alles, weil Barrett am Anfang, ja, der ist so ein mega Klotz und der ist einfach nur Freiheitskämpfer, weil er denkt, er will das Richtige tun. Dann im Endeffekt stellt sich aus, ja, er will nur den Planeten schützen, er will die Leute in Slums schützen, er will vor allem seine Tochter schützen, für die er wirklich alles gibt und das ist mega positiv anzumerken. Dann Cloud, ich konnte ihn am Anfang überhaupt nicht ausstehen. Hier, die Vergangenheit zwischen Cloud und Tifa weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung, bis auf ein, zwei Szenen da habe ich nichts davon erfahren. Also hier diese Szene, wo Tifa dieses geile Kleid hat. Und einmal diese Erinnerung von Cloud, wo Tifa irgendwie in so Cowboy-Outfit war, mit diesem Cowboy-Minirock, keine Ahnung. Das war auch irgendwie, weiß ich nicht, weil es hat keinen Sinn ergeben. Und, aber in puncto Cloud, ja, am Anfang mochte ich ihn überhaupt nicht. Mittlerweile, es hat sich gebessert. Ich mag ihn zwar immer noch nicht, aber ist ein bisschen besser geworden. Tifa mag ich sehr gerne. Aeris mag ich sehr gerne. Barrett ist meiner Meinung nach der beste Mann hier in diesem Spiel. Und wer war noch? Ja, wegen Jesse, die ist leider verstorben. Bix, der hat, glaube ich, sogar überlebt, hat man hier am Ende der Cutscene gesehen. Dann was mit Ratchet, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich ist er auch verstorben. Schade eigentlich. Ja, hier Bix. Ja, das Cowboy-Outfit, da meine ich. Warum hat sie das an? Das ergibt null Sinn. Wahrscheinlich irgendein Fetzen aus ihrer Vergangenheit, aber warum erinnert sich dann Cloud daran? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich dabei war oder... Es ergibt irgendwie hinten und vorn keinen Sinn. Ja, ich weiß, Final Fantasy ist eine große Spielereihe und vielleicht kommt in irgendeinem Teil Hintergrundstory oder so vor, wo man erfährt, so, aha, das war Tifas Vater oder Adoptivvater oder keine Ahnung. Und Cloud hat ihn in einem Wutanfall umgebracht, was weiß ich. Naja, oh Mann, der Part geht fast eine Stunde. Ich glaube, ich muss ihn doch cutten. Mal eine Stunde hier, oh, das. Ich hoffe, mein Speicher stürzt nicht ab, weil so viel habe ich nicht mehr zur Auswahl. Ein Speicherplatz. Ja, wie gesagt, irgendwie erfährt man dann so wenig von den einzelnen Figuren, also viel zu wenig, meiner Meinung nach. Ich meine, Final Fantasy. Es könnte sein, dass die Teile zusammenhängen, das weiß ich nicht. Aber von einer so großen. Ah, hier, Moment, das muss ich noch sagen. Die Outfits, die man wählen kann, also die Tatsache, dass man hier in den Cutscenes verschiedene Outfits bekommen kann, für Tifa und so weiter, ist eine schöne Idee. Das macht die ganzen Quests hier ein bisschen erträglicher, sag ich mal. Also, und hier die Handmasseurin, die war auch geil. Aber, was ich sagen wollte,
Er wird's geiles Kleid. Nee, oh nein, hier Cloud. Oh Mann, das war ja in diesem Honigtopf da. Das war so lustig. Was wollte ich denn jetzt sagen? Moment, lass mich überlegen. Ich habe mich ablenken lassen. Seht das ein anderes Kleid von Aeris? Das sieht aber irgendwie auch nicht schlecht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wette, wenn ich die Party hier beende, dann weiß ich es wieder. Auf jeden Fall war das Spiel meiner Meinung nach nicht so schwer. Also, das Horrorhaus, ja. Aber es gab eben viele Stellen, die mich einfach genervt haben. Verdammt, was wollte ich denn sagen? Dann weiß ich es nicht mehr. Moment, Charakterentwicklung, tiefer. Eventuell war es ihr Vater, was weiß ich wie. Irgendwas, was ich kurz danach sagen wollte. Charakterentwicklung, Barrett. Ja, hier sieht man einmal Aeris als kleines Mädchen. Aber warum? Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das hält mich jetzt auf. Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Schade. Ich wette, wenn ich den Part beende, weiß ich es wieder. Oh, Marlenchen, ja. Hier von der Typ, dieser Zung, Zang, wie auch immer der heißt, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht kommt der in irgendeinem anderen Final Fantasy Teil vor. Weiß ich nicht. Also, wenn Final Fantasy wirklich so eine große, also so eine, nicht große im Sinne von viele Teile, sondern große im Sinne von geniale Videospielreihe ist. Und wenn, was ich, ja hier, dieser Katzenkönig, was zum Geier, das ergibt null Sinn. Der hat die ganze Cutscene da zerstört, die da jetzt episch läuft. Toll, der Katzenkönig hat mich jetzt abgelenkt. Genau. Wenn Final Fantasy wirklich so eine große, slash geniale Spielereihe ist und Final Fantasy, und das, was ich gelesen habe, also Final Fantasy VII der beste Teil der Reihe sein soll und was ich auch gelesen habe, dass das Remake von Final Fantasy VII noch genialer sein soll als das Original, soll das hier angeblich das beste Spiel der Final Fantasy Reihe sein. Wenn dem wirklich so ist, dann werde ich kein weiteres Final Fantasy Spiel mehr anfassen. Weil die Erwartungen an diesem Spiel waren einfach viel zu hoch. Ich habe mir so, ich dachte so, ja, weil ich kannte nichts von Final Fantasy. Das Einzige, was ich davon kannte, ist, dass viele Leute sagen, dass Final Fantasy die geilste RPG-Reihe ist, die es gibt. Und ich habe ja jetzt schon so einige andere RPGs gespielt. Planescape Torment, Golden Sun, Alundra, Tales of Phantasia, na gut, Atelier Riser muss ich auch weitermachen, Mass Effect muss ich weitermachen, Xenoblade Chronicles 1 und 2 und so weiter, wobei den ersten Teil mache ich ja aktuell. Und ja, sie sagen, boah, das ist so geil, bestes ever und... Achso, hier die Szene mit Planetarium war auch mega geil. Das war wieder positiv. Und hier... Ich sehe das Abschlussbild mit Cloud und Sephiroth, wo im Hintergrund alles brennt, das war auch cool. Aber wenn die wirklich sagen, boah, es war so geil und alles, dann haben sie wohl noch keine besseren RPGs gespielt. Weil, wie gesagt, wenn das hier wirklich das Beste ist, dann heißt das im Endeffekt, dass es ab jetzt nur mehr schlechtere Teile gibt. Und wenn das Spiel hier schon für mich kein Mega-Hammer war, dann sind die anderen Teile bestimmt nur... sind die anderen Teile bestimmt ein Griff ins Klo. Ich glaube, ich hatte die Anforderungen einfach viel zu hoch gesetzt für dieses Spiel. Ich bin davon ausgegangen, boah, dass es das geilste Videospielerlebnis überhaupt ist, dass es mich früher... Aua. Autsch. Dass es mich früher fesselt, also in früherem Zeitpunkt fesselt, als wie Xenoblade Chronicles, dass es mich mindestens genauso mitnimmt, dass ich jeden einzelnen Millimeter davon liebe, nö. Tut mir leid, dem ist nicht der Fall. Es gab Stellen in dem Spiel, die fand ich cool, die fand ich lustig und so weiter.
Aber es gab mindestens genauso viele Stellen, wenn nicht sogar noch mehr, die mich aufgeregt haben, die mich angepisst haben, worauf ich dann keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Es ist ein gutes Spiel an sich, aber trotzdem betrachte ich das aus neutraler Sicht. Und ich weiß, dass ich keinen weiteren Final Fantasy Teil mehr hiernach spielen werde. Beziehungsweise ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Man kann nie wissen, was in der Zukunft ist. Vielleicht fasse ich irgendwann noch ein Final Fantasy Teil an. Daher will mir unbedingt das Original hiervon andrehen. Na gut, das mache ich vielleicht auch noch, damit ich so einen Vergleich habe zwischen Original und Remake. Wäre im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht. Aber nun gut. Ansonsten, bis auf das, was ich vergessen habe, was ich sagen wollte, habe ich eigentlich alles gesagt. Ich würde sagen, ein an sich gutes Spiel, was mich allerdings sehr enttäuscht hat, weil ich viel mehr erwartet hatte. Viel, viel mehr. Ja, und ich sehe jetzt schon, ich muss es cutten. Es geht fast eine Stunde schon. Und mein Hähnchen da oben. Ja, und hier das Tier, habe ich auch keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Dann am Ende dieser Zack, oder wie der heißt, habe ich auch keinen Plan. Ich kenne den nur von Kingdom Hearts. Wenn ich das Spiel mit Kingdom Hearts vergleichen würde, dann ich würde 100-mal lieber Kingdom Hearts spielen als das hier. Auch wenn beide Spiele steuerungstechnisch sehr ähnlich sind, aber Kingdom Hearts ist nun mal geiler als Final Fantasy, das ist nun mal so. Weil der erste Kingdom Hearts Teil, der hat mich voll gepackt und war richtig genial. Vielleicht habe ich einfach mit dem falschen Final Fantasy Teil angefangen. Das könnte auch sein. Ich habe ja keine Ahnung, welcher Teil angeblich der beste sein soll. Also, angeblich ist es ja dieser, aber... Ja, Square Enix. An sich ganz gut, aber für mich ist es nichts. Ich glaube, das sollte das Abschlusswort sein. An sich ist die Reihe gut, oder das Spiel, aber für mich ist das Spiel nichts. Du kannst jetzt kein Screenshot... Ja, danke. Ich könnte auch hier so ein Screenshot machen. Wie wär's damit? Du kannst nun über Systemkapitelauswahl jedes beliebige Kapitel noch einmal spielen. Deine jetzigen Charaktere, Waffen, Materie und so weiter bleiben erhalten. Mach dich auf der Suche nach. Nein, bloß nicht. Schwierigkeitsgrad. Hehehe, leck mich am Arsch, bloß nicht. Ich bin Fortschritt. Ja, von mir aus, ne. Neue Funktion. Hallo. Was haben wir gesagt? Kapitelauswahl. Ne, Titelbildschirm. So. Hast du davon? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, als abschließende Worte, ich muss den Part sowieso zerschneiden. Naja. Das war Final Fantasy VII, das Remake für die PlayStation 4. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch dennoch irgendwie gefallen. Auch wenn ich ein ziemlicher Amateur in dem Spiel bin. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen oder alten Let's Play oder Video. Wie auch immer. Für dich.